20.10.1973. Sportbild kürt diese Begegnung zur Nummer 1 in der Bundesliga-Historie. Der von Eintracht Braunschweig gekommene Bernd Gersdorf trifft gegen den 1. FC Kaiserslautern für die Münchner Bayern. Der deutsche Meister führt nach einer halben Stunde 3:0 am Kaiserslauterer Betzenberg. Aber als der kleine Seppel Pirung den Riesen Bulle Roth mit dem Ball fällt, spüren sie in der Pfalz, heute kann ein großer Tag werden. Mit diesem Gerd-Müller-Tor zum 1:4 geht alles seinen gewohnten Gang. Eigentlich. In 20 Minuten haben die 6 Tore geschossen. Das war Wahnsinn, war das. Da hat es immer bum, 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 was bloß immer gemacht. Und der Klaus Toppmüller hat auch einen Haufen geschossen. Ja, wenn es mal so läuft, dann läuft es halt. Es läuft vor allem gegen Sepp Maier, der in der Schaffenskrise steckt. Toppmüller aus der Distanz und Pirung nach haarsträubenden Abwehrfehlern verkürzen. Die meist auf ihre kämpferischen Stärken reduzierten Lauterer beginnen zu zaubern. Pirung, aus so einem Winkel triffst du normalerweise nicht. Ausgleich, 73. Maier wehrt den Ball ab und ich laufe dann nach außen und hau den Ball mit Vollspann genau da oben in den Winkel drin. Das war natürlich ein super Tor. Da stand es 4:4. Seppel Pirung, Fußballgott. Einer von vielen. Ernst Diehl sollte nur Gerd Müller bewachen und dreht das Spiel. Pfälzer Handwerk legt Bayerns Traumfabrik lahm. Nach Rot für Gersdorf sind die Bayern ausgeliefert. 2 Laumentore zum 7:4. Der Betzenberg frisst Deutschlands liebste Fußballkinder. Das war ja eine ganz, ganz große Katastrophe. Und dann haben die losgelegt. Seppel Pirung, der bei mir auch in der Jugendauswahl war, der hat, glaube ich, 3 oder 4 Tore geschossen. Und das war sensationell. Ich war leider nicht dabei und ich sage bewusst leider, weil für mich immer wieder wichtig war, natürlich bei den ganz großen Siegen dabei zu sein, aber auch bei ganz großen Niederlagen. Da musst du auch dabei sein. Ich war es leider nicht.